Es ist der Ort, um mal richtig Klartext zu reden. Willst du dich verarschen hier? Um zu zeigen, was man kann oder auch nicht. Ich mach das nicht. Und jetzt stehe ich als Spielverderber da. Ihr seid Arschlöcher. Hey, und dann auch noch das. Danke dir, ich komme nie wieder mit. Ein Auto, ein Superstar und ein ganz persönliches Interview in ungestörter Zweisamkeit. TAF präsentiert Stars in Cars. Heute mit Florian David Fitz. Autor, Produzent, Regisseur, Schauspieler und ganz besonders Frauenschwarm. Seit 15 Jahren ist Florian David Fitz schon im Kino und TV zu sehen. Den großen Durchbruch hatte der 39-Jährige vor 6 Jahren in der Serie Doctor's Diary. Seitdem reiht sich Hit an Hit. Vincent will mehr, Männerherzen oder Da geht noch was. Vor knapp einem Jahr haben wir Florian das letzte Mal getroffen. Damals wollten wir unbedingt wissen, ob es eigentlich überhaupt etwas gibt, was das Multitalent nicht kann. Kochen. Mein Vater ist sehr guter Koch, also das kann ich ganz gut. Autofahrer. Wer sagt denn von sich, dass er schlechter Autofahrer ist? Autofahrer bin ich okay. Was nicht so gut ist, ich habe kein gutes Ballgefühl zum Beispiel. Reden ist Silber, beweisen ist Gold. Und so bekommt der 39-Jährige heute die Chance, seinen Worten Taten folgen zu lassen. Denn aktuell reist Florian durch Deutschland, um seinen neuen Film Hin und Weg zu bewerben. Der perfekte Anlass für ein ungestörtes Interview im Auto. Womit wir beim Thema sind und unserem ersten Test. Ist Florian wirklich ein guter Autofahrer? Für diesen Test benötigen wir natürlich ein passendes Auto. Am besten eins, das der Schauspieler schon kennt. Im Netz bekommen wir zum Glück einen guten Tipp. 270 PS stark, 36 Jahre alt und immerhin bis zu 220 Stundenkilometer schnell. Das ist der 78er BMW 3.0 CSL. Eine echte Rarität und vor allem ein echter Rennwagen. Und zufrieden? Ha, und ihr habt die Rennversion. Wir haben CSL. Sie sind nämlich noch nie gefahren. Wie viel PS? 270. Meine hatte 170. Okay. Okay, der Mann fährt selber. Na, bist du wahnsinnig? Lass dich fahren. Mann, danke für dein Vertrauen. Nein, das hat nichts mit Vertrauen zu tun, sondern dass man Bock drauf hat. Sehr gut. Das Auto passt. Jetzt mal gucken, ob er auch fahren kann. Der erste Eindruck, ganz positiv. Und bei so einem Auto unterm Hintern bekommt Florian glatt Lust auf Speed. Doch bekanntlich ist ja Flitzen in der Innenstadt verboten. Bist du ein offensiver Autofahrer? Bist du jemand, der schimpft auch mal? Nein. Nein, ich bin ganz friedlich beim Autofahren. Ja, das glauben wir jetzt einfach mal. Fazit des ersten Tests. Autofahren kann Florian David Fitz tatsächlich ganz gut. Und damit zu Nummer 2. Fußball spielen. Nur zum Verständnis, laut eigener Aussage hat Florian aufgrund seiner Sehschwäche kein gutes Ballgefühl. Aber ist das vielleicht einfach nur Understatement? Eine Torwand am Straßenrand soll Aufklärung bringen. Nein, vergiss es. Guck mal. Bestimmte Dinge darf man nicht machen. Ich mach das nicht. Und jetzt stehe ich als Spielverderber da. Ihr seid Arschlöcher. Wie bitte? Immerhin, nach langem Hin und Her und vielen Diskussionen will es Florian dann doch mal versuchen. Bewiesen? Ja. Ach komm, der war okay. Ist doch scheißegal, ich treffe eh nicht rein, siehst du? Aber immerhin so ein Stück daneben für jemand, der nur ein Auge hat. 3 erfolglose Versuche später halten wir fest. Auch hier hat Florian nicht untertrieben. Fußballspielen ist wirklich nicht sein Ding. Mit dieser Erkenntnis geht die Fahrt weiter, allerdings mit einer kleinen Änderung. Ich ziehe meinen Hut. Ich übernehme das Steuer. Nö. Doch. Wieso? Ich hab noch was für dich. Es macht mir alles überhaupt keinen Spaß mehr. Jetzt muss ich Fußball spielen und ist dann nicht mehr fahren. Keine Sorge, Florian. Alex hat sich für die weitere Fahrt noch eine Überraschung überlegt, für die du beide Hände brauchst. Aber dazu gleich mehr. Im Film Hin und Weg spielt Fitz übrigens den todkranken Hannes, der mit seinen Freunden eine letzte große Radtour nach Belgien unternimmt. Sag was. Die Kussfähigkeiten des Schauspielers stellt unser Reporter im Auto nicht auf die Probe. Aber einen letzten Test haben wir noch. Laut eigener Aussage ist Florian David Fitz sehr musikalisch. Ob das stimmt? Was möchtest du denn? Musikalisch ist der Herr. Und er kann Klavier spielen. Ja, das kann ich. Beweis es. Was willst du denn hören? Freie Musikwahl. Die Auswahl fällt auf was Klassisches. Und dann, keine Ahnung. Also hast du die aber schon mal gelernt, quasi. Also das ist so aus deinem Repertoire von früher. Das ist ja ein Orchesterstück, das kannst du nicht lernen. Nee, aber du hast also. Und dann ist es, glaube ich.
Wow, wir stellen fest, Florian David Fitz ist tatsächlich sehr musikalisch. Und er kommt plötzlich richtig in Fahrt, mit seinen Fingern wohlgemerkt. Die kann er gar nicht mehr von den Keyboard-Tasten lassen. Da ist unser schneller Flitzer Nebensache. Was haben wir denn noch für Sachen hier drauf? Du bist so froh, wenn es hier vorbei ist, oder? So ein bisschen. Und du, glaube ich, kannst gar nicht lang genug haben, oder? Und so endet unsere Fahrt kurz darauf mit leichter, musikbedingter Verspätung bei Florians Kumpel und Sänger Ryan Keane, der natürlich sofort in den Keyboard-Wahn mit einbezogen werden muss. Unser Fazit? Florian David Fitz ist tatsächlich auch im echten Leben ein echtes Multitalent, solange er nicht Fußball spielen muss. Am besten kann er aber wohl weiterhin schauspielern. Wer sich davon überzeugen möchte, hin und weg ab heute im Kino. Wie angespannt du da sitzt. Das ist auch geil. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Lustige ist, ihr seht das nämlich, er bremst mit, er schaltet eigentlich auch mit. Und das hat Spaß gemacht. Das war toll.